So ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich wieder einigermaßen fit zu Hause, habe noch ein paar Tage ein bisschen Krankenschein, damit meine Stimme sich wirklich nochmal regenerieren kann. Aber für Pastor at Home reicht es schon wieder. Wir sind bei den Vorbildern und ich möchte euch nochmal ein bisschen an Kaleb erinnern. Natürlich ist nicht so viel von ihm berichtet, wie zum Beispiel von Mose oder von Josef, den wir hatten, oder anderen Gottesmännern und Gottesfrauen. Aber das, was von ihm berichtet wird, das reicht, um ihn als ein gutes Vorbild darzustellen. Und dreimal wird eine Sache über seinem Leben ausgesprochen. Er hat seinem Gott von ganzem Herzen vertraut. Das sagt er über sich selbst, das sagt Gott zweimal in 4. Mose und dann auch im Josua-Buch. Eben das stellt Gott über sein Leben. Ein Mann, der mir völlig vertraut hat. Und was man bei Kaleb aber sehen muss, ist, dass er natürlich auch in diese Bestrafung reingekommen ist. Die Kundschafter waren ja 40 Tage dort und dann hat Gott gesagt, für jeden Tag müsst ihr einen Tag durch die Wüste wandern eben, bis diese ganze Generation weg ist, bis auf Josua und Kaleb. Und Kaleb musste auch in diese Situation rein. Gott hat nicht gesagt, hey, setzt euch da mal irgendwo ins Café 40 Jahre und wartet und dann dürft ihr mit ins Land, sondern die mussten auch in die Wüste. Die mussten also die Strafe auch mittragen. Das war jetzt kein Zuckerschlecken. Sie mussten auch die Strafe für das, was ihre Kollegen, diese anderen Kundschafter da angerichtet hatten, mussten sie mittragen. Und trotzdem ist Kaleb Gott treu geblieben. Er hätte in dieser Zeit auch abfahren können, hat gesagt, 40 Jahre, ey, jetzt habe ich mir hier, er hat ja sein Leben riskiert, als er da vor das Volk getreten ist. Und die wären ja fast alle gesteinigt worden, Mose, Josua, Kaleb. Aber er geht diese 40 Jahre. Und dann ist er sage und schreibe 85, als dann endlich unter Josua, Mose ist ja schon mittlerweile tot, unter Josua dann halt das Land eingenommen wird. Und eines Tages, er musste auch wieder sich lange gedulden, tritt er dann vor Josua und sagt, hey Josua, erinnerst du dich vor 40 Jahren, wie wir da in Kadesh Barnea waren? Diese ganze Geschichte mit den Kundschaftern. Und wie Gott gesagt hat, hey, dass ich dieses Land bekomme, weil ich ihm mit ganzem Herzen nachgefolgt bin. Andere Übersetzungen sagen, mit ungeteiltem Herzen. Also treu ihm nachgefolgt bin. Und schau mal, jetzt bin ich 85. Und was er dann verlangt, das finde ich noch genial an ihm. Jetzt nicht so ein barrierefreies Land, eben wo er sagt, hier mal, hier, da ist der Rollator und ich muss jetzt auch irgendwie so eine Ebene kriegen. Sondern er verlangt eigentlich das Bergland, den schwierigsten Part und wo auch noch die Anak-Söhne wohnen. Also das ist die Reste der großen Leute da. Also er sucht sich nicht was Leichtes und Lockeres, sondern er vertraut weiterhin seinem Herrn. Und obwohl er wieder eine schwierige Situation hatte, dieses Land einzunehmen, sagt er, Gott auf unserer Seite ist, wird er uns durchbringen. Das fasziniert mich an einem Menschen, der gelernt hat aus seiner Lebensgeschichte. Nicht nur in den jungen Jahren, wo es ihm gut ging und wo er voll bei Kräften war, sondern durch sein ganzes Leben hindurch Gott die Ehre zu machen. Also ein Marathonlauf. Und von daher ehre ich ihn jetzt im Nachhinein noch einmal. Und das ist ein Mann, an dem Gott seine Freude hat, über dessen Leben er ausdrücken kann. Das war ein Mann, der mir treu geblieben ist. In den Hochs und in den Tiefs. In den Zeiten, wo es ihm gut ging und in den Zeiten, wo er auch die schweren Sachen mittragen musste. Ich weiß nicht, wo du gerade unterwegs bist, aber dieser Mann kann uns wirklich ein Stückchen Hilfestellung geben. Wir gucken ja nach vielen, vielen Jahrtausenden Jahren zurück und sagen, so hat Gott seinen Weg geebnet, so hat Gott ihm beigestanden und so hat Gott ihn dann auch in dieses Bergland hineingeführt. Soweit das Lebensbild. Kaleb, ein wunderbares Vorbild. Und vielleicht denkst du und sagst, hey, gab es denn auch ein paar schräge Männer dabei? Ja, nächste Woche geht es um einen schrägen Mann, der so das Pendant zu Kaleb eben ist auf der negativen Seite. Lass dich überraschen. Jetzt geht es erstmal ins Wochenende hinein. Ich hoffe, dein Wochenende ist ähnlich sonnig, wie es hier bei uns ist. Und wir sehen uns dann wieder, so Gott will und meine Stimme mich trägt, am Montag. Und es geht um ein weiteres Vorbild der anderen Art. Gott segne dich. Wir sehen uns.